eure Szenen zu proben. Und danach gibt es die Chance, sie vor der Gruppe vorzuspielen. Angefangen mit Szene Nummer 1. Keine Bange, ihr Lieben. Niemand macht sich über euch lustig. Drückt einfach aus, was ihr fühlt. Denn das ist Theater. Das ist Performance. Das ist Drama. Na gut. Sie will Drama, dann wird sie eins kriegen. Ja, Violetta? Miss Bulworth, ich weiß, Sie wollen mich für die romantische Titelrolle, weil sie wie für mich gemacht ist. Aber ich wäre sehr glücklich, wenn Sie sie stattdessen an Mia geben würden. Wirklich? Mhm. Das finde ich sehr großzügig von dir, auf den Ruhm der Titelrolle zu verzichten. Sie verdient unbedingt mehr Aufmerksamkeit. Weißt du was? Du magst sogar recht haben. Das meint ihr doch nicht ernst, oder? Die romantischen Hauptrollen für mich und ihn? Ich bin sicher, ihr werdet sehr gut sein. Und Mia, was sagt denn dein Buch über das Küssen von Fröschen? Verwandelt er sich dann in einen Elfenprinzen? Ich wette, das würde dir gut gefallen. Wie kommst du denn drauf, dass wir eine Kussszene haben? Weil das doch absolut natürlich ist. Ihr seid das perfekte Paar. Ein Verliererpaar. Danke. Willst du dich denn nicht hinsetzen, Vincent? Du siehst aus, als würdest du gleich in Ohnmacht fallen. Dann viel Glück, ihr beiden. Und dir viele Pickel. Okay, das machen wir doch wohl mit links. Wir sind Teenager, wo ist das Problem? Du hast schon mal jemanden geküsst, oder? Klar, aber natürlich. Ja, ich auch nicht. Wir haben doch haufenweise in Filmen gesehen, wie Männer und Frauen sich küssen. Also so schwer kann's nicht sein. Hier ist der Plan. Wenn die beiden Versager sich zum ersten Mal versuchen zu küssen, dann werden wir dafür sorgen, dass die ganze Gruppe Zeuge ist. Euer Job ist es, euch darüber lustig zu machen. Das geht bestimmt voll ab. Ich träume davon, seit ich dich das erste Mal gesehen habe. Hey, sollten wir nicht den nächsten Schritt wagen? Ja, aber wir sind so gute Freunde, das sollten wir nicht ruinieren. Wir bleiben doch Freunde. Es wäre bloß ein bisschen mehr. Woher willst du das wissen? Das können wir nicht wissen. Dann finden wir es eben raus. Ja, los, tu's mir. Küss deinen blöden Freund. Ist nicht mein Freund kapiert? Ich meine, ich stehe nicht mal ansatzweise auf ihn. Ja, ich finde sie eigentlich auch total blöd. Die spinnt und sie ist ein Freak. Das nimmst du zurück. Vincent, bin sofort wieder da. Ich sollte mich mal beeilen. Vincent, seid ihr soweit? Wo ist Mia? Keine Ahnung. Oh, das arme Ding hat wahrscheinlich Lampenfieber gekriegt. Wie peinlich. Dann wirst du jetzt Mia ersetzen. Wir bleiben doch Freunde. Es wäre bloß ein bisschen mehr. Woher willst du das wissen? Das können wir überhaupt nicht wissen. Dann finden wir es eben raus. Meine Herrschaften, ich sehe euch nächste Woche. Und dann proben wir eine schöne musikalische Komödie. Hart an der Grenze, hä? Die Klingel war meine Rettung. Ich denke, mein erster Kuss muss wohl noch warten. Hast du Lust auf noch ein Drama? Ich habe deine abgefahrene Geschichte für dich. Ja? Was war denn da wieder los? Man kann sagen, es war auch hart an der Grenze. Nicht so schlimm wie bei dir, aber